Der 4. April ist der 94. Tag des Gregorianischen Kalenders, somit bleiben 271 Tage bis zum Jahresende. Ereignisse, Politik und Weltgeschehen 1081 Alexius I. Komnenes wird von Patriarch Kosmasi zum Kaiser des Byzantinischen Reichs gekrönt, nachdem er als Feldherr zuvor Nike Voraus III. entthront hat. 1251 Mächtelt von Baden heiratet Ulrichi, Graf von Württemberg. Die Hochzeit ist für die territoriale Entwicklung Württembergs und Badens von großer Bedeutung. Unter anderem kommt die spätere Hauptstadt Stuttgart zu Württemberg, 1297 Papst Bonifatius Achte belehnt König Jakob II. Von Aragon mit den Inseln Sardinien und Korsika. 1313 Adolf von der Mark wird von Papst Clemens V. zum Fürstbischof von Lüttich ernannt. 1408 Im Konstanzer Schiedsspruch dem sich Appenzell nach der Niederlage in der Schlacht bei Bregenz unterworfen hat, löst König Ruprecht I. den während der Appenzeller Kriege entstandenen Bund ob dem See auf. 1525 bei Leibheim wird der Leibheimer Haufen, der sich im deutschen Bauernkrieg gegen die Stadt Ulm erhoben hat. Von einem Landsknecht Schier des Schwäbischen Bundes unter Führung von Georg Truchsess von Waldburg Zeil zerschlagen, Zai -V. überträgt dem Pelzhändler Annekita Stroganow das Land an der Kammer in Sibirien und ihren Nebenflüssen zur Nutzung. 1581 Francis Drake wird im Auftrag von Elisabeth I vom französischen Botschafter Monsieur de Marche aumont an Bord der Golden Hinde in Deptford für seine Verdienste insbesondere während seiner Weltumsegelung und seine Loyalität gegenüber der englischen Krone zum Ritter geschlagen. 1585 eine von den Spaniern unter Alessandro Farnese über die Schelde geschlagene Brücke wird bei der Belagerung Antwerpens durch Sprengschiffe des Italieners Federigo Giambelli vollständig zerstört. 1841, William H. Harrison ist der erste US-Präsident, der im Amt stirbt. Todesursache ist eine Lungenentzündung, die sich Harrison bei seiner Inaugurationsrede am 4. März geholt hat. Weil er keinen Mantel als Kälteschutz trug, Harrison ist damit der US-Präsident mit der bisher kürzesten Amtsdauer. 1849 in der Ungarischen Revolution gehen die Rebellen aus der Schlacht bei Tapiobitskaya siegreich gegenüber den österreichischen Truppen hervor. 1850 kurz vor der Aufnahme von Kalifornien als Staat in die Vereinigten Staaten erhält die südkalifornische Ortschaft Los Angeles mit 1600 Einwohnern das US-Stadtrecht. 1860 in Palermo auf Sizilien bricht ein Volksaufstand gegen die Herrschaft von Franz II. aus. Dieser wird zwar rasch niedergeschlagen, breitet sich aber rasch über das gesamte Königreich beider Sizilien aus. So dass Giuseppe Garibaldi mit dem Zug der Tausend das Reich einen Monat später fast ohne Gegenwehr einnehmen und damit den Risorgimento vorantreiben kann. 1884 Chile und Bolivien schließen im Salpeterkrieg ein unbefristetes Waffenstillstandsabkommen im Vertrag von Valparaiso. Die Küstenprovinz mit Antofagasta als Hauptstadt fällt an das Nachbarland. Bolivien wird ein Binnenstaat. 1900 der belgische Sozialist Jean Baptiste Cepido verübt als Protest gegen den Burenkrieg auf dem Brüsseler Hauptbahnhof auf Albert Eduard. Prinz auf Wales ein Schussattentat, das jedoch misslingt. Der Attentäter wird in der Folge wegen seines jugendlichen Alters freigesprochen, was zu diplomatischen Verstimmungen zwischen Belgien und Großbritannien führt. 1925, im Auftrag von Adolf Hitler gründet Julius Schreck einen Saal Schutz für Veranstaltungen der NSDAP, der später den Namen Schutzstaffel erhält. Diese paramilitärische Organisation besteht vorläufig nur aus acht Mann, wird jedoch rasch ausgebaut. 1929 – Der Prälat ohne Milde, Bundeskanzler Ignaz Seipel tritt in Österreich nach Revolten der Sozialisten zurück. 1932 – Alphons Pauli Schwarz kehrt als letzter deutscher Kriegsgefangener des Ersten Weltkriegs aus französisch guyana zurück. 1939 – Gassi, König des Irak, stirbt. Da sein Sohn Fessel II noch minderjährig ist, übernimmt sein Onkel Labeduel Ila die Regentschaft. 1941 – Die libysche Stadt Benghazi wird im Zweiten Weltkrieg von deutsch-italienischen Panzereinheiten beim Afrika-Feldzug eingenommen. 1945 – Für Ungarn enden mit dem Einmarsch sowjetischer Truppen die Kampfhandlungen im Zweiten Weltkrieg. Ungarische Truppen kämpfen an anderen Fronten teilweise allerdings noch weiter. 1945 – Die thüringische Stadt Nordhausen wird bei einem britischen Bombenangriff zu dreiviertel zerstört. Über 8.800 Menschen kommen dabei ums Leben. 1945 amerikanische Einheiten befreien im Zweiten Weltkrieg das nationalsozialistische Zwangsarbeitslager Ordruf. Es ist das erste befreite Lager, mit Überlebenden Gefangenen, die Auskunft über ihr Schicksal geben können. 1945 die dritte Tschechoslowakische Republik wird gegründet. 1949 mit dem Abschluss des Nordatlantik-Vertrags in Washington, DC, gründen die USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Italien, Portugal, Dänemark, Norwegen und Island die NATO. 1958 britische Atomwaffengegner unter der Führung der Organisation Campaign for Nuclear Disarmament starten in London den ersten Ostermarsch. Den Aldamaston macht zur Rüstungsfabrik in Alder Maston, dabei hat das von Gerald Holtum entworfene Friedenszeichen seinen ersten Auftritt. 1968 im Lorraine Motel in Memphis, Tennessee wird ein Attentat auf Martin Luther King verübt. Der Tod Martin Luther Kings führt in der Folge zu landesweiten Aufständen in den USA. Zwei Monate später wird James Earl Ray als mutmaßlicher Täter verhaftet. 1979 Der ehemalige pakistanische Premierminister Zulfikar Ali Bhutto wird trotz internationaler Proteste wegen angeblicher Anstiftung zur Ermordung eines Oppositionspolitikers während seiner Amtszeit hingerichtet. Belgiens König Bodo I. lässt sich vom Parlament für zwei Tage für amtsunfähig erklären, da er ein Gesetz zur Liberalisierung des Schwangerschaftsabbruchs nicht unterzeichnen will. 1991, nach seinem Wahlsieg über den ehemaligen Diktator Matzi Eukerico im März tritt Fore Diodone Sokolo sein Amt als Bönins erster frei gewählter Präsident an. 2001, in Berlin wird von der deutschen Bundesregierung der Rat für nachhaltige Entwicklung zur dauernden Beratung in Fragen der Nachhaltigkeit und der Nachhaltigkeitsstrategie eingesetzt. 2002 Die Rebellenorganisation UNITA schließt nach dem Tod ihres Anführers Jonas Servimbi mit den Regierungsstreitkräften Angolas ein. Waffenstillstandsabkommen, mit dem der seit 1975 während der Bürgerkrieg in Angola beendet wird. 2003 US-amerikanische Truppen beginnen im Irakkrieg mit der Bombardierung der irakischen Hauptstadt Bagdad als Vorbereitung auf die Eroberung der Stadt. 2005 in Österreich geben ranghohe Mitglieder der Regierungspartei FPÖ ihre Abspaltung als Bündnis Zukunft Österreich bekannt. Das BZÖ wird die erste österreichische Partei, die ohne zuvor an Wahlen teilgenommen zu haben, an einer Regierung beteiligt ist. Der Bundesregierung Schüssel 2. 2005 der bereits am 24. März im Zuge der Tulpen-Revolution abgesetzte und geflüchtete Askar Akayev gibt in Moskau seinen Rücktritt als Präsident. Kirgisistans bekannt. Wirtschaft 1847 das Münchner Hauptbahnhofsgebäude brennt bei einem Großbrand nieder. 1973 das von Minoru Yamazaki entworfene und erbaute World Trade Center in New York City wird offiziell eingeweiht obwohl es erst 1977 fertiggestellt wird. 1975 Bill Gates und Paul Allen gründen in Albuquerque, New Mexico, ein Softwareunternehmen, das später unter dem Namen Microsoft einer der größten multinationalen Konzerne weltweit werden wird. Mark Andreessen und James H. Clark gründen das Softwareunternehmen Mosaic Communications Corporation. Wissenschaft und Technik 1460 Die Universität Basel von Papst Pius II. gegründet, wird feierlich eröffnet. Sie ist damit die älteste Hochschule in der Schweiz. 1940 Die finnische Astronomin Liisi Othöme entdeckt den Asteroiden Kalm. 1968 Mit Apollo 6 wird letztmals im Rahmen des Apollo-Programms eine unbemannte Saturn-V-Rakete vom Kennedy Space Center in Florida ausgestartet um die Konfiguration für einen bemannten Flug zum Mond zu testen. 1983 Das Space Shuttle Challenger startet im Rahmen der Mission STS-6 zu seinem Jungfernflug ins Weltall. An Bord befinden sich die Astronauten Paul-Josef Weiz, Carol-Josef Bobko, Donald Herod-Petersen und Story Musgrave. 1997 die Biomedizinkonvention zum Schutz der Würde des Menschen bei Anwendung von Biologie und Medizin wird im spanischen Oviedo den Mitgliedstaaten des Europarates zur Unterzeichnung vorgelegt. Kultur 1717 die Oper Tito Manlio von Attilio Ariosti hat ihre Uraufführung am King's Theatre in London. 1847 in Barcelona wird das Gran Teatre del Liceu eröffnet, nach dem Teatro alla Scala in Mailand das zweitgrößte Opernhaus der Welt. 1854 der ursprünglich nicht für die Bühne konzipierte Faust, der Tragödie zweiter Teil von Johann Wolfgang von Goethe wird in Hamburg uraufgeführt. 1859 die Oper Deiner Ole Pardo de, de Plurmel von Giacomo Meyerbeer wird an der Opera Comique in Paris aufgeführt. 1875 Bedrich Smetanas Die Moldau wird in Prag aufgeführt. 1892 als Abspaltung von der Münchner Künstlergenossenschaft bildet sich die Künstlervereinigung Münchner Sezession. 1896 die erste Ausgabe der satirischen Wochenzeitschrift Simplicissimus erscheint. Zwar werden von der Erstausgabe nur rund 1000 Stück verkauft, die Beliebtheit der Zeitschrift steigt aber bald rapide an. 1941 Ohm Krüger, ein NS-Propagandafilm, wird im Berliner Uferpalast am Zoo-Uhr aufgeführt. 1960 der US-amerikanische Spielfilm Ben-Hur, Regie William Wyler. Wird bei der von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences veranstalteten Oscar-Verleihung 1960 mit elf Academy Awards ausgezeichnet. Bernhard Grimecks Film Sie die darf nicht sterben erhält einen Oscar als bester Dokumentarfilm. 1963 das Kriminalmuseum öffnet im frisch gegründeten ZDF als dessen erste Krimiserie. 1972 der WDR strahlt die erste Folge der Hörfunksenderreihe Zeitzeichen aus, in deren Mittelpunkt historische Ereignisse stehen. 1981 die britische Popband Bugs Fitz gewinnt mit Making Your Mind Up den Eurovision Song Contest. 1990 die erste Sendung des Reportagemagazins Stern TV, moderiert von Günther Jauch, wird auf dem Privatsender RTL Lei übertragen. 1996 die britische Popband Take That spielt ihr letztes Konzert vor ihrer Trennung. 2014 der deutsche Choreograf und Tänzer Jörg Weinöl wird zum Ballettdirektor der Oper Graz ab der Spielzeit 2015-2016 ernannt. Gesellschaft 1775 in Kempten steht Anna Schwegelin als Angeklagte im letzten deutschen Hexenprozess vor Gericht. Das Todesurteil durch Verbrennen wegen Hexerei wird jedoch nie vollstreckt. 1906 zu 24 Tage nach dem großen Grubenunglück von Kurieres wird der letzte Überlebende, Auguste Berton, gerettet. 1993 aus der Justizvollzugsanstalt Schwalmstadt wird ein Häftling von seinem Freund mit Hilfe eines aus einer Kaserne entwendeten Fuchspanzers. Der vier Gefängnistore durchbricht, herausgeholt, Religion 1835, Gründung statt der Vereinigung des katholischen Apostolates. Von Vinzenz Palotti gegründet, wurde sie an diesem Tag von Carlo de Calchi, dem Kardinal Vicar von Rom anerkannt. 2003, wurde wird in Haiti offiziell als Religion anerkannt. Der Priesterschaft stehen die gleichen Rechte zu wie den Geistlichen der römisch-katholischen Kirche bei Taufen, Trauungen und Begräbnissen. Katastrophen 1905, einem Erdbeben der Stärke 8,6 auf der Richterskala im indischen Kängurer fallen rund 19.000 Menschen zum Opfer. 1906, nachdem er schon fast ein Jahr lang Zeichen von Aktivität gezeigt hat, bricht der Vesuv aus. Der Vulkanausbruch, der bis zum 22. April dauert und seinen Höhepunkt am 8. April hat, ist der schwerste seit 1631 und kostet über 100 Menschen das Leben. 1917, bei Captain Tibis an der Côte d'Azur wird der britische Passagier Dampfer City of Paris von dem deutschen U-Boot Hut C 35 versenkt. Alle 122 Menschen an Bord kommen ums Leben. 1974 beim Super Outbreak wüten am Vortag und heute insgesamt 148 Tornados durch 13 US-Bundesstaaten im Süden und Mittleren Westen. Die Wirbelstürme fordern 315 Menschenleben und etwa 600 Millionen US-Dollar an Sachschäden. 1975 in Saigon sterben kurz nach dem Start 172 von 328 Menschen. Die meisten Opfer sind vietnamesische Kinder beim Absturz einer Lockheed C-5A Galaxy der United States Air Force. 1998 ein durch starke Regenfälle ausgelöster Erdrutsch im Südwesten des Iran tötet etwa 120 Menschen. Kleinere Unglücksfälle sind in den Unterartikeln von Katastrophe aufgeführt. Sport 1909. Der brasilianische Fußballclub SC International wird in Porto Alegre gegründet. Einträge von Leichtathletik-Weltrekorden befinden sich unter der jeweiligen Disziplin unter Leichtathletik.